Hi Leute, guckt mal, ich habe mich schick gemacht. Sieht gut aus, ne? Ich darf nämlich heute bei einem Konzert mitspielen. Und zwar an der Triangel. Ich zeige euch das mal. Toll, oder? Was? Dann hört euch mal das an. Das klang fett, ne? Mit dem Orchester darf ich nachher mitspielen. Ob's klappt, seht ihr in der Sendung. Aber genau darum geht's heute. Um Orchester. Ein Orchester ist sowas wie eine riesengroße Band. Allerdings spielen die Musiker da nicht mit E-Gitarren und Verstärkern, sondern zum Beispiel mit Geigen, Blasinstrumenten oder mit Pauken. Und es spielen viel mehr Musiker als in einer Band. In Symphonieorchestern können es über 100 Musiker sein. Vorne steht der Bandleader. Der heißt hier Dirigent. Kleinere Orchester mit etwa 30 Musikern heißen Kammerorchester. Wieder andere Orchester spielen ganz bestimmte Musik, zum Beispiel für Filme. Orchester gibt es seit etwa 400 Jahren. Am Anfang leisteten sich nur Fürsten und Könige kleine Musikkapellen am Hofe. Die spielten dann in der Kirche oder bei Festen. Radio- oder MP3-Player gab es ja damals noch nicht. Ein sehr berühmtes Orchester ist das Münchner Rundfunkorchester. Und das gucke ich mir heute genauer an. Zusammen mit ihrem Dirigenten proben die Musiker gerade für ein großes Konzert. Und ich darf sogar mitspielen. Hoffentlich verpasse ich meinen Einsatz nicht. Also, alle aufgepasst? Hier kommt der Orchestercheck. Und jetzt die Checkerfragen. Was ist eine Partitur? Was ist der Kammerton A? Und was ist ein Orchestergraben? Das check ich für euch. Ich bin jetzt beim Bayerischen Rundfunk in München. Hier spielt das Rundfunkorchester. Hört mal, klingt toll, oder? Die Musiker treffe ich nachher. Erstmal bin ich mit dem Dirigenten verabredet. Mit Frank. Hallo Frank. Hallo. Guten Tag. Hallo Tobi. Du bist ja riesengroß. Ja, das macht natürlich das Podest. In Wirklichkeit bin ich gar nicht so groß. Ah, so ist so gut, ist gut, ne? Oder? Ja, so ist super. So ist super. Du bist Dirigent, ne? Ja, richtig. Was machst du als Dirigent eigentlich? Ich dirigiere ein Orchester, das heißt, ich stehe davor. Da sitzen dann viele Musiker hier und die wollen gerne alle zusammenspielen. Mhm. Und manche von denen sehen sich gar nicht. Also da sitzt hier vorne einer und dann sitzt einer da ganz hinten. Logisch. Und dann ist es wahnsinnig hilfreich, wenn ich da auf so einem Podest stehe und mich alle sehen können. Und wenn ich dann zeige, so, dann können die leichter zusammenspielen. Das heißt, du bist so das verbindende Element zwischen allen Musikern in einem Orchester? Genau, genau. Okay. Aber wer sitzt denn dann jetzt hier so? Hier auf der Seite sitzen die ersten Geigen. Ganz vorne, vom Dirigenten aus links, sitzen die Geigen. Man unterscheidet erste Geigen und zweite Geigen. Weiter rechts spielen die Bratschen. Die sehen aus wie große Geigen und spielen tiefer. Ganz rechts sitzen die Celli, die spielt man zwischen den Knien. Und dann gibt es noch die großen Kontrabässe, die klingen am tiefsten. In der Mitte sitzen die Holzbläser, also Flöten, Oboen, Klarinetten und Fagotte. Dahinter spielen die Blechbläser. Da gibt es Hörner, Trompeten und Posaunen. Ganz hinten stehen die lautesten Instrumente, das sogenannte Schlagwerk. Also zum Beispiel Pauken, Trommeln und Becken. Und nicht zu vergessen, die Harfe. Und Leute, jetzt hört euch mal an, wie es klingt, wenn alle Instrumente zusammenspielen. Toll, oder? Und das ist das Coole am Orchester. Ganz viele verschiedene Instrumente spielen so zusammen, dass es klingt, als wäre es ein einziges, riesiges Instrument. Was ich aber ja immer eigentlich das Beste finde bei Dirigenten, ist dieses Ding hier. So ein Dirigierstab oder wie nennt man sowas? Taktstock heißt Taktstock. Der ist ganz leicht. Ich habe mir den irgendwie immer so Stählern vorgestellt. Der sieht jetzt so aus. Ganz, ganz früher hatten die so ein Riesenteil in der Hand. Nee. Also so lang und so hoch. So ein Riesending. Einer hat sich sogar mal damit in den Fuß gestochen und ist dran gestorben. Nee, ehrlich. Wirklich jetzt? Lully, ja. Ach komm. Ja, der hat sich in den Fuß gestochen mit seinem Taktstock und ist an einer Blutvergiftung gestorben.
also dieser Taktstock soll den Arm verlängern. Ja. Dadurch sieht man mehr vom Arm. Ja. Also es ist eigentlich das Gleiche wie eine Kelle von einem Verkehrspolizisten. Das ist auch so eine Art Werkzeug und Symbol. Mhm. Und so ist der Taktstock auch eins. Gut, so und du als Dirigent, du hast also quasi alle Musiker im Blick. Mhm. Und du versuchst, die so zu lenken und zu leiten, dass alle miteinander spielen können. Genau. Aber was genau musst du denn dafür machen? Die wesentliche Arbeit, die ich mache, die mache ich zu Hause am Schreibtisch. Okay. Indem ich nämlich die Stücke erstmal lerne, die wir zusammen spielen. Also auswendig oder wie? Am besten auswendig. Man hat natürlich dann oft trotzdem die Partitur da liegen, weil man... Warte mal ganz kurz, du hast Partitur gesagt. Ja. Und das ist auch eine Checkerfrage. Was ist eine Partitur? Partitur ist ein Buch, liegt jetzt hier, wo alles drinsteht, was jeder einzelne Musiker in einem Orchester spielt. Mhm. Und da steht immer übereinander geschrieben, also wenn man jetzt hier mit dem Finger so runterzieht, diese Seite, ja, von da nach da, das passiert alles gleichzeitig. Boah. Also hier zum Beispiel steht, guck, Flöte. Piccolo ist auch eine Flöte, Oboen, Klarinetten und dann erste Geige, zweite Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass. Boah. Aber dann kann man ja sagen, so eine Partitur ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Fahrplan. Ne? Also für jedes einzelne Instrument steht da, was zu welchem Moment wie passiert. Genau. Und ich kann notfalls auch, wenn jemand irgendwie mit Verspätung oder zu früh gefahren ist, kann ich ihn anhalten oder sehen, dass er irgendwie rechtzeitig dann wieder zusammenfährt. Ja. In so einer Partitur steht also drin, was die Musiker spielen sollen. Das steht aber nicht so wie in einem Buch, also als Text, sondern mit? Genau, mit Noten. Kennen manche von euch vielleicht schon. Das sind so Kringel auf Linien. Je tiefer so ein Kringel auf der Linie sitzt, desto tiefer ist auch der Ton. Und je höher, desto höher. Bisschen noch? Noch bisschen höher? Die Noten haben übrigens Buchstaben als Bezeichnung. Die heißen C, D, E, F, G, A und H. Die Noten zeigen aber nicht nur an, wie hoch oder tief so ein Ton gespielt werden soll, sondern auch, wie lange er klingen soll. Das hier zum Beispiel ist eine ganze Note. Klingt so. Wenn es halb so lang klingen soll, kommt hier oben noch so ein Stängelchen dran. Dann hört sich das so an. Es geht aber noch kürzer. Dann wird der Kringel schwarz ausgemalt und das nennt man dann eine Viertelnote. Klingt so. Wenn es noch kürzer sein soll, kommt hier oben noch so ein Fähnchen dran. Hört mal. Oder zwei Fähnchen? Oder drei? Oder vier? Und wenn man die Noten jetzt hintereinander auf die Linien malt, dann entsteht eine Melodie. So wie die hier. Hört mal. Kennt ihr, oder? In einer Partitur steht, welche Noten die Instrumente wann spielen müssen. So kann der Dirigent jedem Musiker seinen Einsatz geben. Gecheckt. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Ups. Jetzt eine Frage an euch. Schwimmen auf dem See. Ich will heute von euch wissen, was bedeutet Piano und Forte? A. Leise und laut? Oder B. Schnell und langsam? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Aber sag mal, Frank, ich meine, zum Dirigenten in eurem Stück werde ich wahrscheinlich nicht mehr, das bist ja nun mal du. Aber hast du nicht vielleicht noch irgendwie so ein kleines Instrument, das ich übernehmen könnte? Ich glaube, Triangel wäre toll für dich. Dieses dreieckige Ding. Ja, genau. Das ist sau langweilig, oder? Nee, das ist super spannend, weil das, also, das klingt schön, erstens. Mhm. Zweitens musst du natürlich an der richtigen Stelle spielen. Also es ist schon... Habe ich sogar eine große Verantwortung. Ist eine echte Aufgabe, ja. Dann musst du jetzt aber mal noch ein bisschen üben. Sollen wir das mal zusammen probieren? Können wir mal so eine Triangel haben, bitte? Sowas hier ist das doch, ne? Genau, das ist ein Triangel, genau. So. Guckt mal, so gibt Frank den Musikern an, wie schnell sie spielen müssen. Und so gibt er mir meinen Einsatz. Ja, perfekt. Im Saal nebenan versammelt sich gerade das Orchester zur Probe. Bei der darf ich gleich mitspielen. Was spielen die denn da? Ja, die spielen sich ein. Nicht die Musik, die wir nachher spielen, sondern die machen jetzt, dass die Instrumente ein bisschen aufgewärmt sind. Das muss so klingen, ja? Das darf so klingen. Gut. Tobi. Hallo, servus. Guten Tag. Wieso haben wir jetzt nur den beiden Hallo gesagt?
Das ist die Konzertmeisterin. Die begrüßt man immer stellvertretend fürs ganze Orchester. Mhm. Und es gibt viele, das finde ich immer ganz gut, weil sie ist sozusagen die Chefin. Und der Kollege, der daneben sitzt, vertritt sozusagen die Gruppe. Und dann gibt man halt dem ersten Pult. Okay. Die Hand. Die ersten Geigen, ne? Genau. Mhm. Hallo alle. Hallo. Fangen wir schon an. Die stimmen jetzt die Instrumente. Heißt, die sehen jetzt, dass sie alle auf derselben Tonhöhe nachher spielen. Die Instrumente werden so eingestellt sozusagen. Mhm. Und das machen alle so nach dem Ohr genau, dass sie dann auf demselben Ton am Ende spielen. Alles klar. Aber irgendwer hat ja den ersten Ton gespielt, ne? Ja, das war die Oboe, genau. Hallo, ich bin Tobi. Hallo, der Jürgen bin ich. Hallo Jürgen. Du hast jetzt gerade den ersten Ton gespielt, ne? Das habe ich, ja. Warum denn du? Weil ich die Oboe spiele. Aha. Und die Oboe kann man am wenigsten die Tonhöhe verändern. Und deswegen ist schon seit vielen Jahrhunderten die Oboe das Instrument, das den Ton angibt. Weil beim Streichinstrument hat man viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Und welchen Ton spielst du dann? Den Kammerton. Das ist ja der Ton A. A. Checkerfrage. Was ist der Kammerton A? In einem Orchester würde ja totales Chaos herrschen, wenn es nicht einen Ton gäbe, nach dem alle Musiker ihre Instrumente stimmen. Hört doch mal! Das ist er doch! Nein, Mann, der hier! So ein Quatsch! Ey, ich bin beide! Ich sag's euch! Das hier ist es! Hört mal hin! Nee, der hier! Warte! Früher hat sich tatsächlich jedes Orchester einfach selbst überlegt, welchen Ton sie zum Stimmen benutzen. Es hat ein bisschen gedauert, aber nach einer Weile haben sie sich dann doch auf den Ton hier geeinigt. Das ist ein A. Man sagt auch Kammerton A. Kammerton heißt das einfach deshalb, weil früher in den fürstlichen Kammern, also Zimmern, musiziert wurde. In einem Orchester gibt ja immer die Oboe das A an. Und ich probiere jetzt mal aus, ob ich aus dem Instrument auch so einen Ton rauskrieg. Super. Das war jetzt ein A. Das war ein A? Ja, das war jetzt das A. Also dann können wir alle noch mal stimmen. Nach dem Kammerton A stimmen alle Musiker ihre Instrumente. In einem Orchester gibt immer die Oboe den Ton an. Gecheckt. Ja, dann spielt doch mal, mach du mal. Wollen wir spielen? Aha. Den Anfang, ich guck erst mal ein bisschen zu. Das Stück, das ihr gerade hört, heißt Der Schneemann. Es ist vom Komponisten Erich Korngold. Und mit dem Stück werden wir heute Abend auch auftreten. Das war fantastisch. Kannst du dann jetzt mal machen, dass sie ganz leise anfangen, dann so richtig, richtig laut werden, so laut, wie es überhaupt geht, und dann wieder leise? Okay, das heißt bei uns Piano oder sogar Pianissimo wäre leise und laut ist Forte, Fortissimo. Okay. Du kannst das ja mal ausprobieren. Wie denn? Ich schlage nur den Takt und du zeigst leise und laut. Okay. Indem ich so und so mache? Wie du machst. Komm mal hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ey, das macht so einen Spaß mit euch. Ich bleib da. Gut. Fantastisch. So. Und ihr seid die Menschen mit den Kontrabässen, ne? Die größten Instrumente von allen. Servus. Das ist auf jeden Fall schon mal größer, als ich hoch bin. Stimmt. Das nimmst du einfach so in die Hand von oben. Mhm. Ist am einfachsten von oben. So. Na ja, und jetzt probier's mal aus. Aha. Da kommt ja gar nichts. Naja, das ist ja mein Trick. Schau, ein bisschen draufdrücken muss schon. Okay. Super getroffen. Ja. So, ihr sitzt ja relativ weit hinten, das heißt, ihr seid mit die Lautesten hier, ne? Ja, so schon. Bei den Trompeten. Darf ich mal ausprobieren zu spielen? Ja, bitte. Gern. Ja? Muss mir aber erklären, wie geht das? Du neiblosen? Ja.
und reinspucken. Nicht reinspucken, doch reinspucken. Doch reinspucken. Reinspucken. Das ist die Wasserklappe, da kommt die Spucke wieder raus. Wirklich? Jetzt. Engagiert. Ja, tatsächlich. Das ist jetzt eine Geige, oder? Ja, eine genau. Violine. Violine, ja. Kannst du mal was spielen, wie das so einzeln sich anhört? Schön. Darf ich auch mal probieren? Probieren Sie mal. Geht das? Aber seien Sie vorsichtig. Ich bin ganz froh. Ist das ein teures Instrument? Ja, kann man wohl sagen. Was kostet denn sowas wirklich? Ein kleines Häuschen oder halbes Häuschen. Wirklich? Ja. Man kann ein Haus kaufen für den Preis von so einem Instrument? Ja. Die wow. sind auch sehr alt. Also die okay. sind, wenn die sehr schön sind, sind die meistens schon 200 oder 300 Jahre alt. Ja. Oh, echt? Okay. Ja. Das ist schon mal gut. Nicht schlecht? Stimmt schon, zweiter. Ich würde jetzt aber wahnsinnig gern auch mal was dirigieren. Okay. Zu Noten bitte. So. Taktstock? Unbedingt. Okay, dann viel Spaß. Vielen Dank. Oh Gott. Habt ihr jetzt aufgehört, weil ich nicht weitergemacht habe? Wirklich? Oh Gott! Was müsste ich denn, was habe ich denn falsch gemacht? Nein, also... Alles! Alles gleich! Jetzt gucken wir erstmal, was für einen Takt haben wir denn hier. Okay, fangen wir an. Vier Viertel. Fangen wir an, das zu klären. Vier Viertel Takt? Vier Viertel Takt. Tempo ist wie ungefähr so, wenn du jetzt so tanzen würdest? So was. Okay, dann versuch doch mal in dem Tempo, wie du jetzt schnippst. So was genau, zu machen. Von Anfang an. Also, zweiter Versuch. Hört mal genau hin. Ihr erkennt bestimmt gleich, welches Stück ich gerade dirigiere. Und, schon erkannt? Genau, das ist mein Checker-Song. Das war fantastisch. Toll. Oh Gott, wie aufregend. Gut. Was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, jetzt spielst du mal mit, oder? Das war ja... Da war was. Ne? Da war noch was. Nicht. Da war noch was. Du musst ja noch richtig ran jetzt. Ja. Okay. Triangel, trocken, hat schon super funktioniert. Ja. Triangel im Orchester sitzt da. Aha. Du siehst, das sind die drei Kollegen vom Schlagzeug. Die spielen einen Haufen Instrumente, die alle super spielen können. Eins davon Triangel. Und ich würde sagen, du gehst einfach mal hin und lässt dich einweisen da und erklären, ja. was jetzt passiert. Meinst du, die wissen, worauf die sich da jetzt einlassen? Ich hoffe es. Viel Spaß. Dann geh ich mal üben. Danke. Ich bin der Tobi. Ich bin Andreas. Hallo Andreas. Oh, da ist mein Triangel. Da ist dein Triangel. Dann hoffe ich mal, dass ich meinen Einsatz nicht verpasse. Ne? Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Aber bevor es zum Konzert geht, klären wir noch die letzte Checker-Frage. Was ist ein Orchestergraben? Wenn ein Orchester ein Konzert spielt, so wie wir jetzt gleich, sitzen die Musiker meistens auf einer großen, erhöhten Bühne. Einfach damit die Zuschauer sie besser sehen können. So ungefähr. Geige bitte. Danke sehr. Ruhe. Es gibt aber auch Orchester, die spielen zu einem Theaterstück oder zu einer Oper. Wenn die Musiker dann währenddessen auch auf der Bühne sitzen würden, würden sie ja den Blick auf die Schauspieler und Sänger komplett versperren. Deshalb hatte man vor ungefähr 200 Jahren eine geniale Idee, den Orchestergraben. Das ist so eine Vertiefung zwischen Bühne und Zuschauerraum, in der die Musiker drin sitzen. Achtung! Guck mal! So sieht so ein Orchestergraben
in echt aus. So ein Orchestergraben kann mehrere Meter tief sein. Der Dirigent steht erhöht, damit er sieht, was auf der Bühne passiert. Bei den meisten Orchestergräben kann das Publikum das Orchester noch sehen. Deshalb dürfen die da auch nicht einfach in kurzen Hosen spielen oder so. Im Theater oder einer Oper sitzen die Musiker in einer Vertiefung vor der Bühne. So hat das Publikum freie Sicht auf Schauspieler oder Sänger. Gecheckt. So Leute, jetzt wird's ernst. Im Konzertsaal nehmen schon die ersten Zuschauer Platz. Das heißt, ich muss mich langsam umziehen. Bei einem Konzert müssen nämlich alle Musiker vornehm gekleidet sein. Guckt mal, Andi ist auch schon ganz schick. Vor dem Konzert spielen sich alle Musiker nochmal ein. Bin ich aufgeregt. Okay, das Publikum wartet schon. Ich glaube, jetzt müssen auch wir Musiker mal raus. Und guckt mal, da bin ich. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was bedeutet Piano und Forte? A. Leise und laut? Oder B. Schnell und langsam? Na, habt ihr es vorhin gecheckt? Guckt mal. Okay, das heißt bei uns Piano oder sogar Pianissimo wäre leise. Mhm. Und laut ist Forte, Fortissimo. Okay. Richtig ist also Antwort A. Piano und Forte ist italienisch und bedeutet leise und laut. Leute, hört mal, das Publikum klatscht immer noch. Und deswegen gibt's von uns jetzt noch eine ganz besondere Zugabe. Das war cool, oder? Also Leute, das war's vom Orchestercheck. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke! Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der immer fragt, wer die Action mag, der alles wagt und der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der ständig rennt. Der niemals pennt, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!